Willkommen zur 11. Folge von Straight Loud. Und heute habe ich den TCM von Flashcards Info, vom YouTube-Kanal Flashcards Info, am Telefon. Und wir reden heute über Konsolenhacking und insbesondere über den 3DS. Hallo erstmal. Ja, moin. Und erstmal vielen Dank dafür, dass ich hier bei dir im Podcast dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Ich bin über deinen YouTube-Kanal auf dich aufmerksam geworden und du hast ja dich beschäftigt mit DS-Flashkarten. Du hast ja auch, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, so deine ersten Videos, da geht es ja auch um den DS Lite, also 2DS wahrscheinlich. Das ist halt wahrscheinlich die gleiche Hardware, oder? Was meinst du jetzt mit DS Lite? Also die erste Generation bzw. zweite Generation vom DS überhaupt. Ja, also ich mache zu allem rund um den DS-Videos und auch zur Wii U. Also bist ein Nintendo-Fanboy dann wahrscheinlich. Ja, zumindest so ein Nintendo-Hacking-Kanal. Ich erzähl mal kurz was zu mir. Ich komme auch aus der DS, also die erste Generation und die zweite Generation. Das war ja der DS Lite und den ersten DS hat man dann, glaube ich, mal nachträglich Fett-DS genannt. Ja, ist ja irgendwie schlecht so. Oder genau. Man hat ja keinen richtigen Namen für so einen. Und aus der Ecke komme ich eigentlich und habe jetzt aber jahrelang auch nichts mehr damit zu tun gehabt. Jetzt habe ich mich mal wieder mit dem 3DS beschäftigt. So bin ich dann auf dich gekommen. Und du hast dich ja damit ausführlicher beschäftigt. Beim ursprünglichen DS Lite, von dem wir es gerade hatten, da war es ja relativ einfach, die ganze Geschichte. Da hat man eine Flashkarte gekauft, die ging dann von, keine Ahnung, 10 Euro bis 50 Euro, die Preisspanne. Hat sich die Flashkarte gekauft und hat die reingesteckt und konnte dann die Backups, also die .nds-Dateien abspielen und konnte dann die Spiele spielen und konnte auch Homebrews ausführen mit so einer Flashkarte. Beim 3DS ist es jetzt ein bisschen komplizierter, habe ich auf deinem YouTube-Kanal gesehen. Aber könntest du uns erstmal einführen, was für Möglichkeiten gibt es denn, den zu hacken? Ja, am Ende kommt man ja wahrscheinlich mit einer Custom-Firmware raus und warum will ich die denn auf meinem 3DS haben? Ja, also erstmal gibt es den Homebrew-Launcher, womit man eben Homebrew ausführen kann, aber der Homebrew-Launcher hat relativ wenig Berechtigung, wodurch viele Features von der Flashkarte nicht gehen, oder von einer Custom-Firmware nicht gehen. Also Moment, was sind denn jetzt Homebrews? Homebrews sind von Hobbyentwicklern geschriebene Anwendungen hauptsächlich. Also kostenlose Anwendungen, die ich auf dem 3DS ausführen kann. Ja, und die du auch legal ausführen kannst. Okay. Hast du da mal ein Beispiel, was da zum Beispiel gibt? Es gibt zum Beispiel mehrere Minecraft-Klone oder Portal. Ich weiß nicht, ob du kennst World of Sands? Nee, leider nicht. Das ist so eine kleine Chemie-Sandbox, wo man so ein bisschen rumspielen kann. Dann gibt es auch irgendwie Save-Daten-Manager und sowas. Halt alles Mögliche. Die kann ich mit einem regulären 3DS nicht ausführen. Ja, dafür muss man den eben irgendwie hacken, beziehungsweise die Sicherheitsvorkehrungen von Nintendo umgehen. Und am einfachsten, oder zumindest lange Zeit war am einfachsten der Homebrew-Launcher. Aber damit gehen eben viele Sachen nicht. Was geht denn nicht damit? Also man kann unter anderem besser Mods mit einer Custom-Firmware installieren. Zum Beispiel gibt es für das Flipnote Studio 3D so einen Online-Service von Projekt Kero. Eigentlich hat das Flipnote Studio 3D in Europa nämlich keinen Online-Service. Man kann auf dem New 3DS die Bildschirme aufnehmen. Das Ganze ist wahrscheinlich für Streamer und für YouTuber relativ interessant. Man kann natürlich auch kostenlos Spiele runterladen, sowohl Homebrew als auch dann nicht legal. Und man kann auch cheaten und sowas. Und man kann auch den 3DS entbannen, falls man mal gebannt wurde. Also es ist schon einiges mehr möglich, als man mit einem normalen 3DS machen kann. Also man könnte also Backups ziehen von seinen Spielen, die man hat, mit so einem Kartenlesegerät. Ja. Und könnte die dann abspielen, könnte den drauf kopieren. Also man kann auch, es gibt auch Anwendungen, um die Spiele zu kopieren. Und dann kann man die eben umwandeln und dann wieder installieren, so wie eShop-Titles oder eShop-Titel. Und das heißt, ich hätte sogar den Komfort, dass ich ein Spiel, das ich gekauft habe, und das habe ich ja eigentlich nur als Flashkarte, das könnte ich dann lokal auf der SD-Karte zum Beispiel vom 3DS speichern. Ja, wie eben, als ob man sich das Ganze im eShop von Nintendo gekauft hätte. Also hätte dann einfach auch mehr Komfort. Ja, man muss nicht immer ständig ganz viele Spiele mitschleppen. Und man kann dann eben auch in den eigenen Spielen cheaten und Mods benutzen und so. Okay, dann wäre jetzt natürlich die nächste Frage, wie komme ich denn dahin, dass ich mir eine Custom-Firmware installieren kann, weil das sind ja doch Sachen, die Nintendo wahrscheinlich nicht so gerne sieht. Da gibt's ein paar Wege. Wenn man dazu genaueres haben möchte, kann man auf 3ds.guide nachgucken. Da gibt's auch für unterschiedliche Versionen und so Anleitungen. Bis 11.3 funktioniert das Ganze über den Homebrew-Launcher mit so einem Fehler in dem 3DS Sound, in der 3DS Sound Anwendung. Damit kann man dann eben den Homebrew Launcher starten und eine Custom Firmware installieren. Aber aus der aktuellen Version und auch mit so am zukunftssichersten ist eigentlich NTR Boot, wofür man dann eine Nintendo DS Flash Karte benötigt. Also NTR Boot ist ein Exploit oder eine Ausnutzung von der Schwachstelle oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, vermutlich zu Testzwecken oder so hat Nintendo in 3DS Bootrom so eine Lücke gelassen, womit man eben mit einer NTR Karte, einer DS Karte und eine Tastenkombination
von der Bootrom aus direkt in die Cartridge booten kann. Und dann kann man eben ohne irgendwelche Beschränkungen von der 3DS-Software, so wie man es jetzt beim Humble-Launcher oder so hatte, kann man dann eben Sachen ausführen. Man startet quasi, bevor diese ganzen Sicherheitsmechanismen greifen, versucht dieser Hack, sag ich mal, das System anzugreifen. Sozusagen. Okay, wie geht's? Dann habe ich jetzt erstmal quasi jetzt nur die Schwachstelle, also ich komme in das System rein und was mache ich mit der Schwachstelle dann? Man muss halt ein paar Sachen auf die SD-Karte kopieren und dann kann man sich Boot9Strap installieren und dann kann man eben, oder dann ist das eigentlich schon fertig. Dann hat man schon eine Custom Firmware auf dem 3DS und kann das alles nutzen. SD-Karte heißt in dem Fall die SD-Karte vom Nintendo 3DS. Ja, es gibt einerseits Flashkarten, die schon vorgeflasht sind, die kamen jetzt in der letzten Zeit raus, die man direkt für NTR-Boot benutzen kann. Dazu zählen die R4 iGold 3DS Plus, die ich persönlich, zumindest wenn man dann auch noch an den DS-Teil interessiert ist, empfehlen würde. Die hat innerhalb so einen Schalter, das heißt, man kann die Karte auseinandernehmen, den Schalter umlegen und dann kann man zwischen DS-Spielen und NTR-Boot wechseln. Ähnlich macht es die S3 DSX, die den Schalter außerhalb hat. Und dann gibt es noch die R4i 3DS B9S von R4i-sdhc.com, wo das die vorgeflasht ist, aber die würde ich nicht empfehlen. Also du hast jetzt zwei Flashkarten empfohlen, die funktionieren im Grunde gleich. Die haben einmal einen DS-Modus und einmal diesen NTR-Boot-Modus, richtig? Ja. Und die R4i Gold ist halt eigentlich, oder hat einen besseren DS-Modus, aber der Schalter ist halt ein bisschen friemelig, wenn man dann immer die Karte auseinandernehmen muss. Was muss man denn bezahlen für so eine Karte? Also es hängt natürlich immer davon ab, wo man die bestellt. Wenn man die jetzt innerhalb von Deutschland oder innerhalb von Europa liefern lassen möchte, kostet die so 20 Euro, aber dann kommen eben noch 20 Euro Versand zu. Wenn man die direkt aus China bezieht, dann kriegt man die normalerweise für 20 Euro und dann mit kostenlosem Versand. Das heißt, ist man eigentlich billiger als ein Originalspiel? Ja, also DS-Spiele gibt es inzwischen auch schon ziemlich günstig, aber auf jeden Fall günstiger als ein 3DS-Spiel. Das heißt, wir haben jetzt alles zusammen. Wir haben diese Flashkarte, wir haben die interne SD-Karte vom Nintendo DS. Ich glaube, wer das jetzt nachbauen möchte, für den ist der Podcast nichts. Wir geben jetzt ja nur einen Überblick. Aber es gibt ja den 3DS-Guide, der da eigentlich einen Schritt für Schritt durch diese Installation durchführen würde, richtig? Ja, und in den nächsten Tagen wird es auch noch auf meinem YouTube-Kanal ein paar mehr Videos dazu geben. Das wird natürlich dann unter dem Podcast auch gleich verlinkt. Das heißt, also man hat jetzt schon mal alles zusammen, um anzufangen, den Nintendo DS, ich sag mal, anzugreifen oder zu hacken. Man braucht natürlich noch einen Computer, um dann die Daten auf die SD-Karte zu kopieren. Und gegebenenfalls, je nach Flashkarte, benötigt man auch noch eine Micro-SD-Karte für die Flashkarte. Und man benötigt einen Magneten, wenn man kein 2DS hat. Also dann beschreib doch mal den Vorgang. Ich stelle meine Karte, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, meine Flashkarte auf den NTR-Boot-Modus, schiebe die jetzt in den 3DS rein. Wie geht's dann weiter? Ja, dann muss man sozusagen den 3DS aufklappen. Beim 2DS ist das nicht nötig. Und gucken, wo man den Magneten platzieren muss, damit der Schlafmodus von dem 3DS aktiviert wird. Denn der muss gedrückt sein, um NTR-Boot zu benutzen. Also Schlafmodus zur Erklärung ist der Modus, wenn ich den DS zuklappe. Ja, also der 2DS hat dafür halt einen Schalter, da brauchen die Magneten nicht. Und dieser Klappmechanismus hat halt sozusagen eine Taste. Und um die zu drücken, ohne den DS zuzuklappen, braucht man eben einen Magneten, den man so ungefähr unter den B- oder A-Tasten platzieren kann. Und wenn man weiß, wo man die Magneten hinlegen muss, dann kann man den Magneten wieder entfernen, den 3DS ausmachen, dann kann man den wieder dahinlegen, wo er vorher lag, die X-Taste gedrückt halten, die Start-Taste gedrückt halten, die Select-Taste gedrückt halten, dann die Power-Taste drücken, das für ungefähr 5 Sekunden halten und wenn dann die richtigen Daten auf der SD-Karte sind, dann wird man direkt in diesen Installer gestartet. Und der installiert dann was? Boot9Strap. Das ist so ein Exploit, der verwendet wird, damit man nicht nach jedem Neustart des 3DS wieder die Custom Firmware starten muss, sondern dann wird die Custom Firmware direkt, wenn man den 3DS startet, sozusagen geladen. Ich installiere jetzt also Boot9Strap und wie komme ich dann zu der... Da habe ich ja noch keine Custom Firmware jetzt in dem Moment. Ja, da muss man die Boot9Strap-Datei von der SD-Karte löschen, also den Installer von der SD-Karte löschen, dann die Custom Firmware auf die SD-Karte raufkopieren und dann hat man die Custom Firmware. Man ersetzt quasi den installierten, diese Boot-Modifikation wird dann ersetzt mit der Custom-Firmware. Ja, beziehungsweise... Oder der Boot-Teil wahrscheinlich dann, dass man in die Firmware reinbooten kann, oder wie? Ja, es wird halt immer der Name Boot.firm benutzt und wenn man das anders benennen würde, dann würde das auch anders gehen. Also das heißt, ich muss nur diese Modifikation einmal machen und ändere dann im Grunde nur die Datei und schon bootet er mir in die Custom-Firmware rein. Korrekt. So, Custom-Firmware, was gibt's da? Gibt's da verschiedene? Gibt's da eine? Oder wie sieht's da aus? Also angefangen hat das Ganze noch mit einer Flashkarte, mit der Gateway 3DS. Aber die sollte man sich heutzutage nicht mehr holen, weil es da immer weniger Updates gibt. Das letzte ist jetzt, glaube ich, 2 Jahre her oder so. Dann gab's die RX-Tools, Custom-Firmware, die inzwischen auch veraltet ist. Dann gab's noch Aurenland, die auch veraltet ist.
Vielleicht gab es noch so ein paar zwischendurch und inzwischen hast du das Flash, hast du das Custom Firmware Monopol, die Firmware mit dem Namen Luma. Du hast ja vorhin schon angesprochen, wir haben schon drüber geredet. Da kann man dann verschiedene Sachen tun, die man ohne diese Modifikation nicht tun kann. Also man kann zum Beispiel Spiele installieren, die dann direkt von der SD-Karte gestartet werden, die ich sonst als Flash-Karte rumtragen müsste. Oder eben als normales Spiel. Ja, genau, ich meinte als normales Spiel, also als nicht als Flash-Karte, sondern als ja, Spielekarte, genau. Jetzt habe ich mal schlau gemacht, man kann die ja einlesen, die Originalspiele, mit so einem 10€ China Card Reader für diese 3DS-Spiele. Dann habe ich aber doch die Endung .3DS, die Dateiendung. Was mache ich dann mit den Spielen? Also erstmal braucht man dafür keinen China Kartenleser für 10€, sondern man kann auch ein 3DS selber benutzen. Wenn man die Custom Firmware hat, dann gibt es genügend Tools, um so Spiele zu kopieren. Ah, okay. Und je nachdem, welches Tool man benutzt oder so, bekommt man dann eben unterschiedliche Dateien. Wenn man Dateien im .3DS-Dateiformat hat, dann muss man die erstmal umwandeln. Dafür gibt es auch Tools. Ich glaube, das wird sogar auf 3DS.guide beschrieben. Und dann kann man die eben umwandeln in .cia-Dateien und die kann man dann mit einem .cia-Installer installieren. Und dieser CIA-Installer heißt FBI, richtig? Ja, das ist so der populärste. Ganz am Anfang, als es noch keinen von der Community gab, wurde noch das Dev-Menü von Nintendo benutzt. Es gibt auch noch so ein paar andere, aber die sind eher... Die haben relativ viele Fehler, von daher würde ich eher FBI empfehlen. Gut, das heißt, ich kann ein Originalspiel einfach nehmen, kann das als 3DS, sag ich mal, dumpen auf die interne SD-Karte oder Micro-SD-Karte vom Nintendo selbst und kann es dann umwandeln in dieses CIA-Format und das wiederum kann ich dann über diesen FBI-Installer installieren. War das jetzt richtig zusammengefasst? Ja, es gibt auch noch so eine Anwendung mit dem Namen FreeShop, wo man sich das Ganze auch direkt vom 3DS runterladen kann als eShop-Alternative, aber das ist natürlich nicht so ganz legal. Ja, logischerweise, klar, wenn man diese Dateien auslesen und kopieren kann, kann man ja damit rechnen, dass die dann auch im Internet kursieren, diese 3DS- oder CIA-Dateien. Ja. Wahrscheinlich kann man sich ja diese CIA-Dateien sogar, wenn man es ein bisschen schlau googelt, direkt runterladen, oder? Ja, das geht alles. Nur die offiziellen Cine-Releases sind eigentlich noch als 3DS-Datei. Wie ist es denn mit der Kompatibilität? Kriege ich da alle Spiele gestartet mit der Custom Firmware? Also wenn das Spiel eigentlich auf dem 3DS laufen sollte, dann kann man das auch starten. Es sei denn, das wurde jetzt fehlerhaft konvertiert oder so. Da gibt es eigentlich keine Einschränkung. Okay, das heißt, man hat ein bisschen Bastelarbeit, um dahin zu kommen. Ja. Man muss vielleicht 20€ investieren, je nachdem, wo man es sich herschicken lässt. Tja, also der Zeitaufwand, ich würde sagen, so ziemlich jeder könnte das innerhalb von einer Stunde schaffen. Also richtet sich diese Anleitung dann eher an Profis, Einsteiger, Fortgeschrittene? Wem würdest du das zutrauen? Ja, die Anleitung ist eigentlich für alle. Die kannst du als Anfänger durchgehen, die kannst du als Profi durchgehen. Das sollte eigentlich alles ziemlich verständlich beschrieben sein. Wahrscheinlich ist für die Softwarepiraten natürlich die interessanteste Anwendung, dass man da Spiele runterladen und starten kann. Aber was gibt's denn noch? Du hast ja vorhin schon angesprochen, es gibt diese Homebrews. Man kann cheaten, hast du noch gesagt? Man kann zum Beispiel beim New 3DS extra Leistungen von dem New 3DS in normalen Spielen benutzen, wodurch es teilweise kürzere Ladezeiten gibt oder das Ganze ein bisschen flüssiger läuft oder so. Man kann cheaten, man kann den 3DS entbannen, wenn man gebannt wurde. Wo man auch ein bisschen aufpassen muss bei der Custom Firmware, da gibt es ein paar Einstellungen, die man beachten sollte. Dann kann man eben Mods installieren. Man kann den Bildschirm des 3DS auf den PC streamen und so aufnehmen oder auch im Internet dann livestreamen. Und es gibt halt oberflächlich keinen Unterschied zu einer normalen Firmware. Wie ist es denn mit Online-Spielen? Du hast jetzt auch schon gesagt, gebannt. Das heißt, gibt es auch, wenn wir jetzt, ich würde ein Spiel runterladen aus dem Internet, das ich nicht habe, und würde das versuchen, online zu spielen. Was würde da passieren? Normalerweise würde da gar nichts passieren. Und durch das Spiel selber kann man auch nicht gebannt werden. Allerdings sind in der 3DS Informationen über Titel, die man gespielt hat, an Nintendo. Das heißt, wenn man jetzt den CIA-Installer oder irgendein anderer Homebrew oder so startet, dann kann es sein, dass Nintendo das bemerkt, wobei die Custom Firmware da auch schon langsam was gegen macht. Also es besteht die Gefahr, man kann das aber durch die Deaktivierung von einigen Einstellungen umgehen und die Custom Firmware hat da auch schon so ein paar Features, die das Ganze eigentlich seltener machen sollten. Es gibt ja aber auch noch solche Header-Files, habe ich gelesen, die irgendwie damit zusammenhängen. Was hat es denn damit auf sich? Es gibt so ein paar, ich glaube, jedes Spiel hat seine eigene ID. Also jede Cartridge hat eine eigene ID. Und wenn man die Spiele als Cartridge startet, dann sollte man nicht mit zwei Cartridges gleichzeitig oder nicht mit zwei mit der gleichen ID gleichzeitig online spielen. Aber bei einer Custom Firmware ist das Ganze nicht relevant, nur wenn man irgendwie eine Flashkarte für 3DS-Spiele benutzt, wie zum Beispiel die Sky 3DS.
Also das heißt, wenn ich mir aus dem Internet so ein 3DS-ROM, sag ich mal, runterlade, würde die auf eine Flashkarte, die sie direkt starten kann, ausführen, dann hätte ich ja wahrscheinlich wie 1000 andere, die sich auch runtergeladen haben, die gleiche Header-Information da drin, oder? Ja, also die Header-Information kommt eigentlich nicht aus dem Spiel selber, sondern von der Flashkarte. Und ich glaube, normalerweise wird das Online-Spielen auch schon zumindest teilweise blockiert. Aber wenn du eben Pech hast und mit einem Header, der sozusagen in der Öffentlichkeit ist, online gehst, dann wirst du relativ sicher gebannt. Aber du kannst eben von deinem eigenen Spiel dann deinen Header kopieren und dann kannst du den verwenden und dann ist die Gefahr, gebannt zu werden, eigentlich nicht existent. Also das heißt, man braucht ein Originalspiel, um dann diesen Header von diesem Originalspiel auf die Flashkarte zu übertragen und damit hat man ja einen eindeutigen Identifier, der nur auf einen selbst dann zeigt quasi. Ja. Ah, jetzt habe ich das auch verstanden, was damit auf sich hat. Und das ist aber nur relevant, wenn es um Flashkarten geht, die diese 3DS-ROMs direkt ausführen, richtig? Ja, also bei CGA-Dateien ist das komplett irrelevant. Wir haben jetzt ja von Flashkarten geredet und nochmal von Flashkarten. Also es gibt zwei Arten von Flashkarten. Es gibt ja die, wie du am Anfang gesagt hast, die NTR-Boot ausführen und die eigentlich nur das Ziel haben, diese Custom-Firmware zu installieren. Und am Ende kann ich ja wahrscheinlich die Flashkarte wegschmeißen, wenn ich jetzt nicht noch DS-Spiele spielen will, oder? Ja, diese Flashkarten zur Installation von NTR-Boot, das sind hauptsächlich DS-Flashkarten. Da werden auch, falls du eine alte hast oder falls einer der Zuhörer eine alte hat, da werden auch einige unterstützt, aber man kann dann auf 3DS Guide nachgucken, welche genau unterstützt werden. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ich habe sogar noch eine Original M3 Simply, wenn die dir was sagt, die Original R4 quasi, baugleiche zu der R4, die es original mal gab. Könnte ich damit was anfangen? Nee, DSi-kompatibel sollte die Flashkarte normalerweise schon sein. Ach so. Denn man muss eben den Inhalt des Flashes in der Karte neu beschreiben. Und das war halt zu DS-Zeiten nicht nötig, weil es keine Updates gab. Aber dann mit dem DSi, da gab es dann ja Versionsupdates oder Systemupdates. Und dann hat der DSi mit späteren Firmwares dann die Flashkarten immer blockiert. Ach so, also ich bräuchte gar nicht diese umstellbaren Karten. Ich könnte auch irgendeine vom DSi nehmen. Die muss nur die Voraussetzung haben, dass ich diesen Header, oder diesen, ja, was weiß ich, neu flashen kann, diese Boot-Sequenz, richtig? Ja, es gibt eben so ein Tool, das immer weiterentwickelt wird. Da werden immer mehr Flashkarten unterstützt. Und wenn die und dabei unterstützt wird, dann kann man auch einfach das Tool benutzen und dann kann man auch eine normale DS-Flashkarte dafür benutzen. Also könnte man noch billiger als die 20 Euro wahrscheinlich in diesen Modus kommen, aber hätte dann diese Arbeit mit der Flasherei wahrscheinlich, ne? Also ich glaube, die günstigste Karte, die man so momentan neu kaufen kann, die kostet ungefähr 10 Euro, aber es ist eben mehr Arbeit und die Flashkarte ist auch nicht wirklich gut. Die hat so eine sogenannte Timebomb, das heißt, nach einem bestimmten Datum sagt der Kernel, dass die Flashkarte nicht mehr so funktionieren soll oder dann zeigt der Kernel einfach nur noch einen roten Text an. Das kann man zwar auch umgehen, aber so solche Strategien sollte man eigentlich nicht unterstützen. Ja, bei 10 Euro Preisunterschied lohnt sich das ja auch kaum. Ja, vor allem, weil man eben auch noch viel mehr Schritte hat. Man muss eben erstmal den Flash der Flashkarte dann neu beschreiben, während man beim anderen nur einen Schalter umlegen muss. Und wenn man dann wieder zurück in DS-Modus will, muss man ja wieder umflashen wahrscheinlich, richtig? Ja, und dafür braucht man dann wahrscheinlich noch ein öffentliches Flash-Backup, weil das eigene... Oder wenn man bei dem Flashen, wenn man das unter einen 3DS mit Custom Firmware flashen möchte, dann kann man nicht so einfach ein Backup machen. Ja, jetzt gibt's noch die andere Art von Flashkarten. Und zwar die, so wie ich es ja von früher noch kannte, wo man direkt einfach die 3DS-ROMs starten kann. Was gibt's denn da? Und würdest du die empfehlen oder würdest du eher zu einer Custom Firmware raten? Also da gibt's auch zwei unterschiedliche Typen. Einerseits Flashkarten, die auf einer Custom Firmware basieren, weil das für die Teams einfacher macht, weil die dann... Also dann muss die Flashkarte nicht so gut ein echtes Spiel emulieren, wenn die noch ein paar Sachen mit einer Custom-Firmware patchen können. Und das war auch die erste, die Gateway 3DS. Die wurde dann geklont. Dann gab es sowas wie die FEI Gold 3DS Deluxe, die Orange 3DS und die 3DS Link. Und funktionieren die auch mit allen Firmwares oder kann da Nintendo irgendwas gegen patchen? Also die bekommen immer weniger Updates. Das letzte Update ist 2 Jahre her. Und die funktionieren nur auf der aktuellen Version. Und generell, also wenn man eine Version über 11.3 hat, dann geht das eigentlich nicht wirklich. Dann gibt's noch die Cartridges, die sozusagen echte 3DS-Spiele emulieren. Da sind wohl die bekanntesten, die Sky 3DS, die Cuckoo 3DS und jetzt kommt auch bald die Stargate, aber die sind dann eben sehr teuer. So ab 70 Euro geht das ungefähr los. Von daher würde ich da auch eher zu einer Custom-Firmware raten. Okay, also Sky 3DS Plus ist, glaube ich, jetzt so der Primus, oder? Sag ich da was Falsches? Ja, also jetzt kommt neue Stargate raus, die sollte eigentlich schon vor ein paar Monaten rauskommen, aber
so ist es eben in der Szene, da verzieht sich das alles. Aber momentan ist noch so die Sky 3DS, die Sky 3DS Plus, die Haupt 3DS-Mod-Flashkarte, die Cartridge emuliert. Und die funktioniert im Grunde so, da ist eine Micro-SD-Karte drin, die schiebe ich in meinen Computer, kopiere mir die 3DS-Dateien da drauf und kann die direkt starten? Tja, man muss eben, wenn man online spielen möchte, noch daran denken, dass man noch einen neuen Header dafür benutzen sollte. Aber ansonsten funktioniert das so. Also das wäre für die ganz Faulen unter uns und denen fehlen dann am Ende auch diese ganzen Features und geht Homebrews damit? Also es gibt ja für den Homebrew-Launcher einige Spiele, die den ausführen können. Und solche kann man sich dann natürlich auch illegal auf die Karte ziehen. Aber es ist alles auch dann deutlich eingeschränkter und auch teilweise ein bisschen umständlich und so. Also eher dann nur für 3DS-ROMs. Also das heißt, deine Empfehlung wäre den Weg, den wir vorhin beschrieben haben. Man kauft sich diese 20-Euro-Flashkarte, NTR-Boot und dann darüber die Custom-Firmware installieren. Und dann hat man sie auch dauerhaft drauf und ist ja auch gar nicht mehr auf Flashkarten angewiesen, richtig? Ja, also DS-Mode geht eben eigentlich nur mit DS-Flashkarten, aber ansonsten braucht man dann auch die Karte gar nicht mehr. Gut, welche Shops würdest du denn empfehlen? Wo kann man die denn kaufen? Du kannst mir jetzt ein paar Namen sagen, du schickst mir dann die Links und die packe ich dann einfach unter den Podcast drunter. Also allgemein wird ndskarten.com empfohlen überall. Die sind auch von GBA-Temp, so dem größten Szeneforum oder einem der größten Szeneforen, Sponsor. Die haben noch relativ akzeptable Preise, aber verschicken eben nur aus China. Und dann habe ich selber noch in letzter Zeit Erfahrungen mit 3DS-Flashcard gemacht, die relativ teuer sind, vor allem wenn man sich den Kram dann aus Frankreich schicken lässt, denn die haben da auch ein Lager. Aber man sollte davor dann fragen, ob sie die Sachen auch wirklich in Frankreich vorrätig haben oder ob die das Ganze nur in China vorrätig haben. Und die Shops haben auch beide PayPal. Okay, sehr gut. Also dann wär der Weg ja klar, wenn man das machen möchte, kann man es in den Shops kaufen und kann dann ja mit der Website 3DS Guide, die werde ich natürlich auch verlinken, direkt anfangen zu installieren und die Custom Firmware auszuführen und dann die ganzen Späßchen treiben, die du da beschrieben hast. Ja, Nintendo wird ja wahrscheinlich nicht so glücklich drüber sein. Wie sieht es denn mit der Zukunftssicherheit von diesen Custom Firmwares aus? Also die sind ja Open Source, die haben eine Community, die dahinter steht. Und ich bin relativ sicher, dass die Custom Firmwares noch über das 3DS-Leben hinaus Updates bekommen werden. Wenn jetzt zum Beispiel die Sky 3DS blockiert werden sollte oder so, da gab es auch schon so ein paar vorherige Versionen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dafür Updates geben wird, geringer als bei Custom Firmwares. Also das heißt, man kann die sich installieren und kann auch ziemlich sicher sein, dass Nintendo da wahrscheinlich wenig Möglichkeiten hat, die rauszupatchen. Ja, also es gibt immer die Regel, erst die Custom Firmware oder erst die Flashkarte aktualisieren und dann die 3DS-Version. Aber ansonsten, oder wenn man das beachtet, dann sollte es keine Probleme geben. Dann danke ich dir für das Interview. Sehr informativ und ist ja doch ein bisschen komplizierter als einfach nur Karte rein und los, aber immerhin, es geht. Ja, und es ist deutlich mehr möglich, finde ich, als früher. Streaming des Bildschirminhaltes direkt von der Konsole aus oder so, das ging ja damals nicht. Das stimmt, richtig, ja. Hat ja auch eine bessere Hardware drunter, ne? Der 3DS, die kann man ja dementsprechend auch ausnutzen. Ja. Gut, dann vielen Dank. Bitte.